Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Zebel, Sie haben gestern im Ausschuss Demut und Nachdenklichkeit in der Debatte angemahnt. Und wenn ich Ihren Worten so folge, muss ich sagen, Sie sind Ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Man kann doch nicht ernsthaft alles dafür tun, um dafür zu sorgen, dass es in Deutschland kein Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe gibt und gleichzeitig bemängeln, dass wir uns zu wenig um die Zwischenlager kümmern. Das ist ein Widerspruch, den muss man immer wieder deutlich machen. Wir als diejenigen drei Fraktionen in diesem Deutschen Bundestag, die sich darum kümmern, eine Lösung für dieses Menschheitsproblem zu finden, haben diesen Widerspruch aufgedeckt. Und wir fangen mit dem ersten Schritt an, nämlich ein Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe zu finden. Insofern ist es ein guter Gesetzesentwurf, den wir heute auf den Weg bringen wollen. Meine Damen und Herren, das ist ja in der Rede der Ministerin deutlich geworden. Ich glaube, dass die Kommission in der Tat der letzte Versuch ist, diese Menschheitsaufgabe, Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe, zu lösen. Und dass es eine Menschheitsaufgabe ist, zeigt der Anspruch, dass wir ein Endlager finden wollen, das eine Sicherheit für 1 Million Jahre garantieren soll. Das mag dem einen oder anderen ein müdes Lächeln abbringen, aber ich glaube, es macht vom Anspruch her deutlich, dass wir ein Endlager finden wollen, bei dem wir eben nicht nachfolgenden Generationen die Last aufbürden, sich darum kümmern zu müssen, wie wir mit den Hinterlassenschaften der Kernenergie umgehen, sondern dass wir ein Endlager finden wollen, das robust ist gegenüber geologischen, klimatischen, aber eben auch gesellschaftlichen Veränderungen, das so robust ist, dass es wartungsfrei aufgestellt werden kann, wohl wissend, dass wir heute nicht über absolutes Wissen verfügen. Und deswegen haben wir in das Verfahren eingebaut ja Möglichkeiten der Rücksprünge, ein lernendes Verfahren aufgestellt, das wahrscheinlich einzigartig ist. Wir haben uns darauf vereinbart, dass wir eine Rückholbarkeit von 500 Jahren garantieren, weil wir eben nicht wissen, ob nachfolgende Generationen anders mit den Hinterlassenschaften umgehen. Aber wir wollen eben ihnen nicht die Bürde auflegen, noch mal daran zu müssen. Und deswegen ist der Anspruch, ein sicheres Endlager für ganz, ganz lange Zeiten zu finden, völlig richtig. Die nackten Zahlen. Wir haben 124 Sitzungen in der Endlagerkommission gehabt mit den verschiedenen Arbeitsgruppen. Über 555 Kommissionsdrucksachen sind entstanden und wir haben einen Abschlussbericht von fast 600 Seiten vorgelegt. Das zeigt, die Kommission hat sich eine ganze Menge Mühe gemacht, in den letzten knapp 3 Jahren eine gute, eine konsensuale Lösung zu finden. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei den beiden Vorsitzenden der Endlagerkommission, bei Michael Müller und bei Ulla Hein, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Aber ich glaube, dass gerade diese Unterschiedlichkeit ein Teil des Erfolges gewesen ist. Ich möchte mich herzlich bedanken bei meinen Co-Berichterstatterinnen und Berichterstattern Silvia Kotting-Uhl, Matthias Misch und, lieber Herr Zebel, auch bei Ihnen, die Sie am Ende nicht dabei sind, aber die Sie lange mitgearbeitet haben. Es hat insgesamt große Freude gemacht. Ich selbst habe in der Kommission viel gelernt. Ich habe gelernt, dass das Angebot, an einem Diskurs teilzunehmen, nicht von jedem selbstverständlich wahrgenommen wird. Und die Umweltverbände sind angesprochen worden, die ja auch nicht sozusagen als ein monolithischer Block dastehen, sondern sehr unterschiedlich agieren. Wir haben lange versucht, als Fraktion uns darum zu bemühen, dass auch zwei Vertreterinnen und Vertreter der Umweltverbände in die Kommission kommen und ihre Kompetenz einbringen in diese Lösung. Und am Ende hat es ja zum Glück auch funktioniert. Aber was ich da gelernt habe, dass es in Teilen der Umweltverbände ein Demokratieverständnis gibt, das jedenfalls nicht meins ist, das dem Motto folgt, nur wenn meine eigene Meinung akzeptiert wird, dann mache ich mit. Und ich glaube, wer diesem Credo folgt, der taugt nicht zum Diskurs, meine Damen und Herren. Und ich will das hier auch sehr deutlich sagen, was es dort an persönlichen Anfeindungen gegeben hat, insbesondere gegenüber unserer Kollegin Silvia Kotting-Uhl, ist nicht fair, nicht sachgerecht und dem Dialog auch nicht zuträglich. Was Sie da aushalten mussten, war schon eine ganze Menge. Deswegen Ihnen persönlich vielen Dank für Ihre Standhaftigkeit in dem Verfahren. Trotzdem, und ich glaube, das bleibt auch weiterhin unsere Aufgabe, bleibt unsere Hand ausgestreckt, ist sie während des Verfahrens immer auch geblieben, in öffentlichen Anhörungen, in öffentlichen Veranstaltungen, in Hintergrundgesprächen und in dem folgenden Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren.
Selbstverständlich, und das hat die Ministerin zum Ausdruck gebracht, würdigen wir die Arbeit der Umweltbewegung und der Umweltverbände. Und gleichzeitig finde ich, und das kommt in der Debatte zu kurz, will ich Danke sagen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Energieversorgungsunternehmen, die dafür gesorgt haben, dass wir in Deutschland in über 50 Jahren Kernenergie keinen signifikanten Störfall hatten. Vielen Dank dafür, dass das ordentlich funktioniert hat. Die Aufgabe der Kommission war es, dem Bundestag Vorschläge für eine transparente, ergebnisoffene und an wissenschaftlichen Kriterien orientierte Endlagersuche zu unterbreiten. Ich glaube, das ist mit dem Abschlussbericht gelungen, und deswegen ist es auch nur konsequent, dass der Gesetzgeber diesem Kommissionsbericht in ganz, ganz großen Teilen folgt. Dort, wo er es nicht tut, ist das Ergebnis der Anhörung, beispielsweise bei dem Wort insbesondere. Wir haben im Gesetzesauftrag bisher gehabt, dass wir uns um ein Endlager für insbesondere hochradioaktive Abfallstoffe kümmern. Das nationale Begleitgremium, aber auch viele Umweltverbände haben darauf hingewiesen, dass es schwierig wird, ein Kombilager zu finden, das sozusagen für schwach- und mittelradioaktive Abfallstoffe wie für hochradioaktive Abfallstoffe gleichermaßen die bestmögliche Sicherheit garantiert. Und deswegen ist es nur konsequent, dass wir uns auf die hochradioaktiven Abfallstoffe konzentrieren. Und das zeigt, dass wir die Öffentlichkeitsbeteiligung sehr ernst nehmen. Das Verfahren, das wir Ihnen vorschlagen, ist in drei Phasen unterteilt. Wir werden jetzt mit der obertägigen Erkundung beginnen, von der wir hoffen, dass wir sie 2022 abschließen können. Wir haben einen Kriterienkatalog aufgestellt, der in einem breiten Diskurs gemeinsam mit Wissenschaft und Forschung entstanden ist, wo wir zuerst einmal die Ausschlusskriterien anwenden. Wir werden kein Endlager suchen in Regionen, die erdbebengefährdet sind oder in denen es Vulkanismus gibt. Wir werden Mindestanforderungen anwenden. Zu den Mindestanforderungen gehört, dass das Wirtsgestein, in das wir die hochradioaktiven Abfallstoffe einlagern möchten, eine ausreichende Mächtigkeit hat. Wir haben uns über Abwägungskriterien unterhalten, zu der beispielsweise die Schutzfunktion des Deckgebirges gehört. Ein Kriterium, das eben kein Gorleben-K.O.-Kriterium ist, sondern das ein Abwägungskriterium darstellt. In dem Moment, in dem wir zwei Standorte haben, die sonst völlig gleich sind, wird derjenige Standort vorgezogen, der ein intaktes Deckgebirge hat. Aber es ist eben ein Abwägungskriterium und kein Ausschlusskriterium. Und im Anschluss gibt es planungswissenschaftliche Abwägungskriterien, beispielsweise Siedlungsdichte. Die Frage also, leben dort viele Menschen? Um diese Suche vollziehen zu können, brauchen wir Sicherungsvorschriften, die sich eben nicht nur auf Gorleben beziehen, sondern auf ganz Deutschland. Das ist nur richtig und konsequent. Sie sind auch absolut notwendig. Wir wollen gleichzeitig Deutschland aber industriepolitisch nicht lahmlegen. Deswegen gibt es schon auch Ausnahmen für Bohrungen bis 100 Metern, auch bis 200 Meter, wenn nachgewiesen wird, dass kein Wirtsgestein geschädigt wird. Und auch bei denjenigen Vorhaben, die in engen räumlichen Zusammenhang mit bereits durchgeführten Maßnahmen stehen. Der Bergbau wird auch weiterhin möglich bleiben. Es ist auch notwendig, weil wir wissen, dass in Bergbauregionen sehr wahrscheinlich, also sozusagen dort, wo die Erde durchlöchert ist wie ein Schweizer Käse, wir eben kein sicheres Endlager finden werden können. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass wir als Politik gemeinsam mit dem Ministerium schauen, dass diese Regelung praxistauglich bleibt. Phase 2 ist dann die Ermittlung der Standorte für die untertägige Erkundung. Phase 3 die Einengung auf einen Standort, der 2031 gefunden werden kann. Und das haben wir jetzt in der Hand. Wir können sozusagen jetzt nicht mehr auf die Konzerne schauen und sagen, ihr seid schuld, dass es nicht nach vorne geht, sondern der Bund ist im Moment in der Verantwortung. Wir haben die vollständige Organisationshoheit. Wir werden ab dem 1. Juli sämtliche Finanzmittel haben, die wir brauchen, um ein Endlager zu finden. Und insofern liegt es auch in unserer Verantwortung, diesen Zeitrahmen einzuhalten. Und ja, Herr Kollege Zebel, es ist völlig richtig, wir werden uns darum kümmern müssen, weil wir das Problem der Zwischenlager sehen. Darum werden wir uns auch sicherlich in der nächsten Legislaturperiode noch mal kümmern müssen. Wenn wir es den Menschen an den Zwischenlagerstandorten gerecht machen wollen, dann müssen wir jetzt zeitnah in das Verfahren starten. Bestenfalls direkt nach Verabschiedung dieses Gesetzes muss der Vorhabenträger starten mit der obertägigen Erkundung, damit wir eben den Zeitplan auch einhalten können. Das Thema Gleichbehandlung aller Wirtsgesteine ist uns gemeinsam wichtig. Wir schließen eben kein Wirtsgestein und keinen potenziellen Standort im Vorhinein aus. Wir werden in den drei potenziellen Wirtsgesteinen suchen und werden eben keinen politischen Ausschluss machen. Schweden zeigt, dass es auch möglich ist, ein Endlager zu bauen mit einer technischen und einer geotechnischen Barriere. Und gleichzeitig, und das sozusagen impliziert der natürliche Menschenverstand, gehen wir schon davon aus, dass die über Jahrmillionen gewachsene Geologie
eine bessere Schutzfunktion gegenüber einer technischen oder von Menschen gemachten Barriere bildet und abbildet. Und deswegen ist es richtig, dass wir in allen Wirtsgesteinen gleichermaßen suchen. Und da bin ich ganz entspannt, am Ende aber eben nach Sicherheitskriterien entscheiden. Wir werden denjenigen Standort auswählen, der die bestmögliche Sicherheit für 1 Million Jahre garantiert. Und da muss ich in Richtung der niedersächsischen Freunde schon auch sagen, es ist ja wohl feil, Bayern und Sachsen zu kritisieren dafür, dass sie auf diese Gleichbehandlung aller Wirtsgesteine drängen. Und gleichzeitig aber zu versuchen und darauf hinzuweisen, dass es falsch ist, Gorleben im Verfahren zu halten, funktioniert nicht. Weiße Landkarte bedeutet inklusive aller potenziellen Standorte. Und es kann doch nicht richtig sein, dass aus dem Verfahren als Ergebnis herauskommt, dass derjenige aus dem Verfahren ausscheidet, der lange genug protestiert, sondern wir werden denjenigen aus dem Verfahren nehmen müssen, der aufgrund der geologischen Situation nicht geeignet ist für ein Verfahren. Das schafft Vertrauen und das schafft Verlässlichkeit. Das Exportverbot ist angesprochen worden, und ich halte das für völlig richtig, dass wir dem Grundsatz der Inlandsentsorgung folgen. Die bei uns in Deutschland entstandenen radioaktiven Abfälle sollen auch bei uns in Deutschland entsorgt werden. Und gleichzeitig ist es völlig richtig, dass wir die Forschung in Deutschland nicht kaputt machen wollen. Wir haben in München, und dafür hat sich der Kollege Florian Ossner sehr eingesetzt, den Forschungsreaktor FRM-2, einer von weltweit 3 Forschungsreaktoren, der Radioisotope für die Krebsdiagnostik herstellt. Und es wäre fahrlässig, wenn wir mit diesem Gesetzentwurf diesen Reaktor kaputt machen. Und insofern ist es richtig, dass es Ausnahmen gibt. Und gleichzeitig sage ich auch, wir wollen, dass wir diesen Zustand, den genehmigungslosen Zustand in Jülich in Nordrhein-Westfalen, beenden. Wir brauchen dringend und unverzüglich, so ist es ja auch die Ankündigung, wir brauchen unverzüglich eine Lösung, die dem Sicherheitsbedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner gerecht wird. Und deswegen ist es richtig, dass wir mit dem Gesetzentwurf auch da noch mal Druck machen, dass es hier zu einer Lösung kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Altmaier und beim Staatssekretär Schütter aus dem BMBF, die beide gemeinsam mit uns Berichterstatterinnen und Berichterstattern daran gearbeitet haben, dass wir einen tragfähigen Kompromiss zu diesem Thema entwickeln. Mir persönlich ist wichtig, meine Damen und Herren, dass wir uns um das Thema Fachkräfte kümmern. Die alten Schlachten sind geschlagen und sind auch Vergangenheit. Aber es geht jetzt darum, dass wir uns dieser Aufgabe Rückbau und Entsorgung der radioaktiven Abfallstoffe widmen. Ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, in einer nationalen Kraftanstrengung für den Wissenserhalt in Nuklearthemen zu stehen, zu werben, bei jungen Menschen dafür zu werben, dass wir über Jahrzehnte noch gute Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen technologisch anspruchsvollen Gebieten haben, dass das auch ein Exportschlager für Deutschland werden kann, weil weltweit viele Reaktoren in das Alter kommen, dass sie jetzt langsam vom Netz gehen. Das ist eine Kompetenz, die in Deutschland einzigartig ist. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, in der die Protestkultur schweigen muss und in der wir eine Kultur der Verantwortung brauchen. Eine Kultur der Verantwortung, dass wir diejenigen Gemeinden auch honorieren und es ihnen eben nicht schwer machen, sondern leicht machen, die sich dieser schwierigen Aufgabe stellen, ein Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe zu finden. Und in der Tat, liebe Kollegen von den Linken, da finde ich, darf man nicht Partikularinteressen folgen, sondern muss dem großen Ganzen folgen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit, das BMOB, das kräftig daran mitgearbeitet hat, dass es funktioniert, und glaube, dass wir jetzt eine gute Lösung gefunden haben. Bitte deswegen herzlich um Ihre Zustimmung zum Gesetzesentwurf. Für den Bundesrat erhält nun der baden-württembergische Ministerpräsident Wilfried Kretschmann das Wort.